Hi, mein Name ist Sabrina und in diesem Video möchte ich über die laufende Nummer 50 aus meiner Yao Tang-Serie Besänftigter Atem sprechen. Ich werde zunächst die Diagnose nach TCM erklären, die zu dieser TCM-Rezeptur passt, dann die Zusammensetzung der Rezeptur erläutern und im dritten Teil gebe ich Beispiele, wann ich die Fütterung dieser Kräuter gerne empfehle. Legen wir los. Die Nummer 50 aus meiner Yao Tang Serie Besänftigter Atem heißt auf Chinesisch Bai He Guqin Tang. Bai He, das ist Lilienzwiebel und Guqin Tang heißt so viel wie zum Stärken von Metall. Wir haben hier die TCM-Diagnose, die dazugehört, Lungen-Yin-Mangel. Und das führt zu Atembeschwerden. Das Lungen-Yin hält normalerweise das Wei-Qi, das Abwehr-Qi, und wenn ich jetzt einen Lungen-Yin-Mangel habe, kann die Lunge also das Wei-Qi, das Abwehr-Qi nicht mehr ausreichend kontrollieren. Das passt also sehr häufig bei allergischem Husten zum Beispiel. Dann haben wir bei Lungen- und Nieren-Yin-Mangel gemeinsam eine aufsteigende Hitze, die die Atemwege schädigt. Folgerichtig ist die Rezeptur so zusammengesetzt, dass sie Lungen- und Nieren-Yin stärkt, Schleim ausleitet und Hustenreiz stoppt. Die chinesische Befundlage ist, die Zunge ist rot mit eventuellem geringen Belag oder auch ohne Belag und trocken. Der Puls ist fadenförmig und schnell. Kommen wir nun zur Zusammensetzung der Rezeptur. Wie in der TCM üblich, hat diese Rezeptur Kaiser, Minister, Assistenten und Übermittler. Kaiser, die die Hauptwirkung ausmachen, Minister, die die Kaiser unterstützen, Assistenten, die die Kaiser modulieren und Übermittler, die die gesamten Kräuter in die Organfunktionskreise einleiten und die Rezeptur harmonisieren. Die Rezeptur hat drei Kaiser, allen voran natürlich bei He, Lilienzwiebel, sie nährt Lungen-Yin und befeuchtet die Atemwege. Dann haben wir Shengdihuang, das ist Remania-Wurzel, und Shudihuang, das ist auch Remania-Wurzel, die aber in gelbem Reiswein gekocht wurde. Diese beiden kühlen schwül, sie leiten Hitze aus und nähren das Yin. Dann haben wir zwei Minister, und das ist einmal Mai Mendong, das ist die Schlangenbartwurzel. Sie nährt Lungen-Yin und klärt Hitze. Und dann haben wir noch Xuanzhen, das ist die Wurzel von Ningpo-Braunwurz. Sie nährt das Nieren-Yin und kühlt Schühe. Kommen wir zu den Assistenten und da haben wir zwei, die Schühe nähren. Und das ist einmal Dangui, das ist die Wurzel des chinesischen Engelwurz. Und Baishao, das ist die Wurzel der weißen Pfingstrose. Und dann haben wir als dritten Assistenten Zebaimu. Das ist die Zwiebel von Zhejiang Fritillaria. Das ist eine asiatische Kaiserkronenart. Sie befeuchtet die Lunge und bewegt so den Schleim. Und dann haben wir in dieser Rezeptur zwei Übermittler. Das ist einmal Jiegeng, das ist Ballonblumenwurzel. Die leitet die Kräuter aufwärts zu der Lunge. Und dann haben wir Ganzhou, das ist Süßholzwurzel. Ganzhou harmonisiert die Rezeptur. Die Rezeptur besänftigter Atem empfehle ich gerne bei Reizhusten mit Atemnot, bei allergischen Hustenbeschwerden und auch bei Rachen- und Kehlkopfentzündung. Die Rezeptur besänftigter Atem passt bei vielen Fällen von chronischem Husten. Insgesamt zum Beispiel erkläre ich den chronischen Husten beim Pferd hier und die andere Rezeptur, die bei Lungen-Qi-Mangel angezeigt ist, die Nummer 51, erkläre ich hier. Und auch sonst nehme ich immer wieder neue Videos auf. Abonniert meinen Kanal.